und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken mal wieder ins Hebeldepot von der Aktionär und heute führt uns quasi durch dieses Depot Maximilian Völkel. Hallo. Guten Morgen, Malte. Letzte Woche gab es keine Sendung, da hatten wir in Bayern zumindest Feiertag, deswegen vor 2 Wochen die letzte. In der Zwischenzeit gucken wir noch kurz drauf, habt ihr den Nikkei, das Produkt auf den Nikkei verkauft? Vielleicht ein bisschen verfrüht, wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut? Ja gut, natürlich. Man sieht es jetzt, der Verkauf Ende Oktober natürlich eher im Bereich des Tiefs. Allerdings muss man sagen, in der anderen Zeit haben sich auch unsere anderen Produkte ja ganz gut entwickelt, wie wir in den nächsten Minuten sehen werden. Von daher natürlich etwas ärgerlich mit Verlust verkauft, aber man muss sagen, so schlimm, so dramatisch ist das auch nicht, denn wir haben uns insgesamt trotzdem gut entwickelt in den vergangenen 2 Wochen. Absolut richtig. Alle Werte, die wir jetzt gleich noch sehen, haben sich verbessert. So auch SAP. SAP war ja auch jetzt über Wochen hinweg spitz. Weiter, jetzt aber nicht mehr, da gibt es andere Werte, die sind vorbeigezogen. Man ist so gar nicht mehr unter den Top 3, trotzdem immer noch 64%, was noch, das ist ja sehr gut. Ja, SAP ist nach den Zahlen etwas unter Druck geraten, hier hat etwas die Marge belastet, da waren die Anleger nicht ganz zufrieden, aber insgesamt ist die Wachstumsstory weiter intakt, der Fokus auf die Cloud läuft, das Wachstum stimmt und langfristig zählt SAP auf jeden Fall zu den absoluten Top-Werten im DAX und wir sind uns auch sicher, dass es zeitnah wieder über die 200-Tage-Linie geht und dann auch kurzfristig mit dem Zertifikat der Weg wieder nach oben eingeschlagen wird. Dann kommen wir auch gleich zum neuen Spitzenreiter. Da habt ihr auch einen Teilverkauf getätigt. Morphosis, wahrscheinlich ein paar Gewinne mitgenommen. Jetzt schon 174% im Plus. Da gab es auch gute Zahlen. Genau, Morphosis in den letzten Wochen oder in der letzten Woche mit Top-Nachrichten. Zunächst einmal kamen gute klinische Starten zu den neuen Produkten. Morphosis will das erste Mal ein Produkt selbst zulassen. Das hat den Kurs zunächst beflügelt. Man sieht es hier, ging es schnell wieder über die 200-Tage-Linie, über 90 Euro. Und dann kamen auch noch gute Zahlen und das hat den Kurs weiter beflügelt. Seitdem, man sieht es hier, innerhalb kürzester Zeit von 80 auf 110 Euro. Natürlich eine Top-Entwicklung. Und wir sehen aber auch weiterhin Potenzial, durchaus wieder in den Bereich der 120-Euro-Marke. Von daher, wie du gesagt hast, Teil Kauf, Teil Verkauf. Aber wir bleiben da jetzt vorerst weiter an Bord und sehen noch weiteres Potenzial bei Morphosis. Dann schauen wir auf den Aktionär Titan 20 Index. Der ist ja nicht so deutlich unter die Räder gekommen, als es für den Gesamtmarkt abwärts ging. Dafür hat er sich jetzt auch nicht so deutlich erholt, aber immerhin trotzdem 7% im Plus. Genau, der Titan ist so, sagen wir mal, der Stabilitätsanker im Index. Es sind im Depot, das sind einfach Top-Aktien, die kommen in der Korrektur nicht ganz so stark unter Druck. Natürlich auch nicht ganz so volatil, deswegen geht es vielleicht jetzt in der Bewegung nach oben auch etwas langsamer, aber insgesamt, wir sehen es langfristig, der Trend zeigt nach oben. Wir sind hier sehr zufrieden, fühlen uns gut aufgestellt und werden den Titan selbst weiter managen und belassen ihn auch im Depot. Okay, einer der Werte im Depot ist ja auch Microsoft und das macht wieder extrem viel Freude, sind wir schon fast wieder bei 70% plus. Genau, Microsoft hatte zuletzt ja auch Top-Zahlen. Im Gegensatz zu anderen Tech-Werten kam die Aktie auch nicht ganz so stark unter Druck. Und jetzt, wo es allgemein mit dem Sektor wieder nach oben geht, sollte auch es mit Microsoft wieder nach oben gehen. Das ist einfach ein Top-Wert. Hier gibt es überhaupt keinen Grund zum Handeln. Neue Rekordhochs sind hier eigentlich eine Frage der Zeit. Wir schauen nochmal in den DAX, denn die Allianz ist auch weiterhin mit dabei. 10% hier aktuell das Plus. Genau, bei der Allianz morgen mit Zahlen, da wird es richtig spannend. Wir fühlen uns aber im Vorfeld gut aufgestellt. Man sieht es hier auch charttechnisch spannend, 200-Tage-Linie. Und dann könnte es durchaus, wenn die Zahlen stimmen, morgen schnell wieder Richtung 200 Euro gehen. Zunächst einmal hier bis zum alten Hoch. Von daher, wir fühlen uns gut aufgestellt. Allianz ein solider Wert. Hier macht man eigentlich selten etwas falsch. Auch beim nächsten Wert warten wir noch auf die Zahlen, die wird es dann am 13. November, also nächste Woche, geben, Evotec. Genau, Evotec, ähnlich wie Morphosis, etwas korrigiert oder auch stark korrigiert, aber in den letzten Tagen seit Anfang November wieder auf dem Weg nach oben. Wenn die Zahlen stimmen, sollte es hier weitergehen, denn die Pipeline stimmt, die Forschung stimmt. Also bei Evotec erwarten wir weiterhin gute Nachrichten, gute neue Kooperationen und dann sollte es wieder über die 20-Euro-Marke gehen. Dann kommen wir zum einzigen Wert, der sich zwar auch verbessert hat im Vergleich zu vor 2 Wochen, aber er ist nicht ins Plus gedreht. Nike hinkt noch ein bisschen hinterher in Sachen Erholung. Ja, Nike kam etwas unter Druck, eben auch Ende im Oktober vor allem. Jetzt zuletzt aber gute Zahlen der Wettbewerber. Auch Adidas hat die Prognose wieder nach oben geschraubt. Under Armour hat gute Zahlen gebracht. Hier sollte es für Nike auch dann wieder nach oben gehen. Hier war leider der Einstiegszeitpunkt nicht ganz optimal. Deswegen sind wir noch etwas im Minus. Aber insgesamt Nike, Weltmarktführer, Sportartikelmarkt, ist ein starker Markt. Die Marke von Nike ist stark. Wir fühlen uns damit gut aufgestellt und setzen darauf, dass wir hier auch bald ins Plus drehen.
Also bleibt erstmal im Depot. Ihr habt auch was hinzugekauft quasi. Walmart hat den Weg ins Depot gefunden. Warum gerade dieser Wert? Genau, wir sehen es hier einfach charttechnisch richtig stark, auch in der schwachen Phase im Oktober, im September kaum korrigiert. Jetzt zuletzt der Ausbruch gelungen. Also einerseits charttechnisch top und auch operativ läuft es. Der Fokus auf Online, auf E-Commerce hat sich gelohnt, zahlt sich inzwischen immer mehr aus bei Walmart. Zudem brummt die Konjunktur in den USA. Von daher auch hier gute Impulse natürlich für Walmart mit den großen Supermärkten. Wir fühlen uns gut aufgestellt. Man sieht es hier in kurzer Zeit 36% plus. Was will man mehr? Kann man sich nicht beklagen. Jetzt schauen wir auf die Gesamtperformance. Auch da sieht es wieder sehr viel besser aus als vor 2 Wochen. Ich erwähne es nochmals, liegt es hier hinter uns. 36% des Minus, das war übel. Jetzt nur noch im Vergleich dazu 3,5. Genau, wir sehen es einfach, starke Erholung in einem Hebeldepot mit vielen Derivaten, mit Hebel. Da macht sich so eine Korrektur am Gesamtmarkt, wie sie im Oktober war, einfach bemerkbar. Deswegen kam es deutlich ins Minus. Aber jetzt sehen wir, unsere Scheine sind gut. Wir fühlen uns gut aufgestellt. In einer Erholung geht es auch schnell wieder nach oben. Und jetzt setzen wir darauf, dass wir auch bald wieder im Plus sind. Nächste Woche schauen wir weiter. Vielleicht sehen wir dann schon wieder grüne Zahlen hier stehen. Genau, darauf setzen wir. Dankeschön für heute. Danke. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.